Ich begrüße Sie herzlich zum vierten Teil der Vorlesung Grundlagen der Unternehmenslogistik. Mein Name ist Stefan Dingerkus. Ich bin Dozent an der ZHAW School of Engineering. In diesem vierten Teil beschäftigen wir uns mit dem Transportproblem, einer Möglichkeit, komplexe logistische Fragestellungen mit mathematischen Methoden korrekt zu lösen. Das sogenannte Transportproblem ist eine Fragestellung aus dem Bereich des Operations Research. Das Operations Research ist wiederum eine Disziplin der angewandten Mathematik und das Operations Research bedient sich mathematischer Formeln und Methoden, um komplexe logistische Fragestellungen optimal zu lösen. Im Fall des Transportproblems geht es darum, dass wir den Transport einheitlicher Produkte, Objekte, die in mehreren, zum Beispiel Produktionsstandorten, in Mathematikdeutsch übersetzt Angebotsorten, hergestellt werden und verfügbar sind und von da aus zu wiederum verschiedenen Nachfrageorten, also Kunden oder Märkten, transportiert werden und dafür einen optimalen Plan zu finden. Und dieser Plan ist in der Regel der Plan, der die geringsten Kosten verursacht. Es kann aber auch ein Plan sein, der die kürzeste Zeit verursacht oder die kürzeste Strecke, je nachdem. Das ist durchaus möglich. Im Falle von logistischen Fragestellungen in Warenlieferungen sind es in der Regel die Kosten, manchmal ist es die Zeit. Aber so kann mit dieser Fragestellung des Transportproblems auch das Netz der Standorte für Rettungshubschrauber in der Schweiz optimal ausgelegt werden, wo dann zwischen den Stationen, wo solche Hubschrauber platziert sind, das sind die sogenannten Angebotsorte und die Nachfrageorte, das sind die Stellen im Land, an denen Unfälle passieren können oder zumindest sich Unfälle häufen können. Und in dem Fall wäre der optimale Plan der, dass die Hubschrauber so platziert werden, dass der längste Weg zu einem solchen Einsatzort der kürzeste von allen möglichen längsten Wegen ist. Im Fall des Transportproblems geht es zusätzlich darum, dass die bereitgestellten Mengen, die man an die Märkte liefert und die von diesen Standorten abgegeben werden, begrenzt sind. Und zusätzlich muss in einer solchen Transportmatrix auch klar sein, was kostet es, von einem Standort zu einem anderen Standort ein Produkt zu liefern oder wie weit ist es von einem Standort zu einem anderen Standort. Mit anderen Worten, wir haben hier eigentlich eine Fragestellung, die daran ähnelt, sich daran anlehnt oder dem ähnelt, was Sie mit Ihrem GPS-Routenplanungssystem machen. Sie sind an einem Ort und Sie wollen zu einem anderen Ort. Und was ist der kürzeste Weg oder der schnellste Weg, um dahin zu gelangen? Im Fall unseres Transportproblems gehen wir üblicherweise von einer linearen Kostenfunktion aus. Das heißt, die Kosten sind proportional zur Länge des Weges oder zur Dauer der Strecke. Und in dem Fall sprechen wir mathematisch gesprochen von einem Problem der linearen Optimierung. Und das entscheidende Lösungsverfahren für komplexe solche lineare Optimierungsmodelle ist das Simplex-Verfahren. Ich verzichte jetzt darauf, das im Einzelnen mathematisch zu vertiefen, beschreibe aber nachher noch im Detail, wie diese Konstellation mathematisch formuliert wird. Im klassischen Transportproblem haben wir keine Kapazitätsbeschränkungen auf den Transportwegen. Also wir könnten beliebig viel transportieren, was im Realfall nicht immer der Fall ist. Und insofern ist das ein Spezialfall des kapazitierten Transportproblems, für das es Mindest- oder Höchsttransportmengen gibt. Ein Sonderfall des Transportproblems ist das sogenannte Zuordnungsproblem, bei dem an jedem Ort nur eine Einheit angeboten bzw. nachgefragt wird. Auch das ist ein Vereinfachungsfall, mit dem wir uns hier jetzt heute nicht beschäftigen wollen. Mathematisch formuliert
bedeutet die Beschreibung dieses klassischen Transportproblems, dass wir es mit einer gewissen Anzahl M Angebotsorte zu tun haben, also zum Beispiel Produktionsstandorte, wie nachher in dem Beispiel das verwendet wird. Und diese Produktions- oder Angebotsstandorte AI von I gleich 1 bis M, die stellen jetzt jeder Ort Mengen klein a, I des Gutes, um das es geht, her. Also der Standort groß A produziert die Menge klein a eines bestimmten Gutes. Und I gleich 1 bis M, wir haben also M Standorte und jeder dieser Standorte produziert eine bestimmte Menge AI dieses Gutes. Daneben haben wir N, wie Nordpol, Nachfrageorte, BJ, und die fragen das Gut in den Mengen BJ nach. Mit anderen Worten, jeder Markt, jedes Land, jeder Markt, jeder Laden, der diese Produkte verkauft, hat ein B. Und B1, B2, B3, groß B1, B2, B3 verkauft oder benötigt klein B1, klein B2, klein B3. Für das gilt, J ist 1 bis N, also es gibt N Nachfrageorte und M Angebotsorte. Das muss nicht notwendigerweise gleich sein. Natürlich, wenn wir Waren liefern, dann müssen diese Mengen, die geliefert werden, größer als 0 sein. Sie können auch gleich 0 sein. Und außerdem soll verlangt werden, dass das Angebot, was aus den Angebotsorten kommt, der Nachfrage entspricht, also kein Überangebot herrscht, dass bestimmte Standorte nicht alles verkaufen können oder dass bestimmte Märkte nicht alles erhalten. Im ursprünglichen Problem gilt das nicht. Wir könnten also auch fiktive Anfrage- und Nachfrageorte, Angebots- und Nachfrageorte einfügen, die die überschüssige Nachfrage darstellt bzw. die aufnimmt. Des Weiteren haben wir jetzt unsere zum Beispiel Kostenmatrix, C für Kost. Die Kosten sind natürlich auch nicht negativ oder können geradezu null sein. Und diese Kostenmatrix ist eine Matrix mit zwei Indizes, nämlich I und J. C, I, J sind die Kosten für den Transport einer Einheit des Produktes vom Angebotsort AI an den Nachfrageort BJ. Transportkosten von fiktiven Orten werden auf Null gesetzt. Das ist in der Praxis aber auch nicht vorkommend. Natürlich kann auch zwischen zwei Orten gar nichts transportiert werden. Und in dem Fall sind natürlich die Transportkosten unendlich, wenn also zwei Standorte nicht miteinander in Verbindung treten. Im Beispiel eine Konservendose Bohnen aus dem Iran, die darf nicht nach Israel verkauft werden. Also gibt es zwischen den beiden Standorten keine Verbindung. Also sind die Kosten unendlich de facto. Jetzt müssen wir diese Fragestellung noch als ein lineares Programm formulieren, damit wir eine optimale Lösung finden können. In unserem Transportplan sind jetzt x die Mengen. X, I, J sind die Mengen von Gütern, die von dem Angebotsort AI an den Nachfrageort BJ transportiert werden. Also die Menge X, I, J ist die Menge von AI nach BJ. Und die Summe der Kosten ergeben sich, indem wir für jeden Transportweg diese jeweilige Transportmenge X, I, J mit den Kosten C, I, J für den jeweiligen Weg multiplizieren und diese Gesamtkosten summieren. Und jetzt suchen wir einen Transportplan, der alle Nachfrageorte und alle Angebotsorte verbindet, sodass die Angebotsorte ihre gesamte Produktion verkaufen können und die Nachfrageorte ihren Bedarf decken. Und wir suchen eine solche Kombination von Lieferungen zwischen A, I und BJ, die für alle A und alle B ein insgesamt minimales Kostenvolumen erhält. Dazu sollen natürlich die Grundeinschränkungen der lieferbaren Menge erfüllt werden und die Nachfrage soll erfüllt werden. Und daraus ergibt sich jetzt unser mathematisches Modell des Transportproblems wie folgt. Wir haben eine Zielfunktion. Diese Zielfunktion Z, die wollen wir minimieren. Das ist also die Funktion unserer Kosten. Z ist unsere Zielfunktion und die Zielfunktion sind
die Summen aus den Produkten CIJ mal XIJ, also Menge von I nach J mal Kosten von I nach J, summiert über alle Nachfrageorte J, J gleich 1 bis N und nochmal summiert über alle Angebotsorte I gleich 1 bis M. Diese Zielfunktion soll minimal werden unter drei Nebenbedingungen. So nennen wir das in der Mathematik. Die Nebenbedingungen, werden Sie gleich sehen, sind nachvollziehbar. Also wir verlangen erstens, dass für alle J gleich 1 bis N, also für alle Nachfrageorte, die gelieferten Mengen X, I, J an diesen Standort J gleich der Summe der AI, also aller Lieferungen von Standorten I, entspricht. Das heißt, die Nachfrage ist gedeckt. Dann haben wir zweitens das gleiche für die Angebotsorte. Die Summe I gleich 1 bis M über alle gelieferten Mengen X, I, J ist gleich BJ. Das heißt, für alle J gilt ebenso, dass die Nachfrage an diesen Orten gedeckt ist, aus dem, was die Angebotsorte I ihnen liefern. Drittens ist naheliegend und insofern auch trotzdem wichtig zu formulieren, dass die Transportmengen X, I, J für alle Verbindungen von AI nach BJ immer größer gleich 0 sind. Also eine negative Menge kann ich nicht transportieren. Das müssen wir hier berücksichtigen. Sonst würde natürlich die minimale Transportkostenfunktion sich durch negative Mengen quasi ad absurdum führen. Das habe ich jetzt gerade erklärt, dass die erste Nebenbedingung beschreibt, dass das Angebot an jedem Angebotsort komplett abgerufen werden soll. Und die zweite legt fest, dass die Nachfrageorte ihre Nachfrage vollständig erfüllt bekommen. Und natürlich müssen wir nicht nur positive XIJ fordern, sondern XIJ muss ganzzahlig sein. Wir können ja keine halben Produkte liefern. Insofern muss XIJ positiv aus N, den natürlichen Zahlen, plus der 0 bestehen. Und natürlich gilt auch, dass AI größer gleich 0 ist. Wir können also nicht negativ produzieren. BJ ist ebenso größer gleich 0. Wir können nichts negativ erhalten. CIJ, die Kosten sollen auch größer gleich 0 sein. Für sämtliche AI und BJ. Und natürlich sollen alle Wege benutzbar sein, sonst hätten wir dort unendliche Kosten. Das wollen wir in dem Fall auch festhalten. Und dann gibt es mathematisch besprochen mindestens eine Lösung für dieses Problem. Es kann auch mehrere geben, die gleich gut sind. Und wenn zwischen einigen Orten nichts transportiert werden kann, so kann es auch bedeuten, dass es nachher keine Lösung gibt. Nun, das, was ich gerade beschrieben habe, hier mal in einer Skizzierung schriftlich. Wir haben unsere Angebotsorte AI für I gleich 1 bis M. Hier haben wir A1, da haben wir A2, da haben wir A3, da haben wir AM, also der M-te Ort. Und alle die produzieren A1, A2, A3 bis AM, ja. Wir haben auf der anderen Seite unsere Nachfrageorte BJ von J gleich 1 bis N, also unsere Märkte oder Geschäfte B1, B2, Groß B1, Groß B2, Groß B3 bis Groß BN. Und die benötigen B1, B2, B3 bis BN an Waren. Und die Summe dessen, was alle A's produzieren, soll gleich groß sein wie die Summe dessen, was alle B's benötigen. Das haben wir vorhin festgelegt. Jetzt haben wir zwischen diesen Werken, ich habe hier nur verschiedene Standorte eingezeichnet, es geht natürlich von allen zu allen, von diesen Werken AI zu den Märkten BJ, haben wir jetzt hier zum Beispiel die Verbindung von A1 nach B2. Von A1 nach B2 wird die Menge X1,2 geliefert zu Kosten C1,2. Oder wir haben eine Lieferung von A3 nach B2, das ist die Menge X3,2 zu den Kosten C3,2. Oder allgemein formuliert, wir haben die Menge XIJ vom Standort AI an den Standort BJ zu Kosten CIJ
wie ich das vorhin in der Theorie beschrieben habe. Also unsere Transportmengen und unsere Transportkosten, die multiplizieren wir und die Summen ergeben die Herstellmengen AI für die abgebenden Werke bzw. die Nachfragemengen BJ für die aufnehmenden Märkte. Diese Zielfunktion, die wir gerade schon gekannt haben, die ist hier nochmal aufgestellt. Die wollen wir minimieren, also die Produkte aus CIJ mal XIJ summiert über J gleich 1 bis N und nochmal summiert, ein zweites Mal summiert über I gleich 1 bis M wollen wir minimieren. Unter der Nebenbedingung erstens, dass die Produktionsmengen und Transportmengen XIJ für alle I gleich 1 bis J gleich 1 bis N gleich AI sind, also die alle Werke beliefern alle Märkte. Und B, Summe I gleich 1 bis M über alle X, I, J muss gleich den BJ sein. Das heißt, die Märkte, die Nachfrager nehmen die Waren von den Anbietern aus den Fabriken komplett ab. AI muss immer größer 0 sein, BJ muss auch größer 0 sein, C, I, J soll nicht unendlich sein, kann aber 0 sein. X, I, J ist größer gleich 0 für alle I und J. Und dazu gibt es jetzt eine Übung, unseren sogenannten Mini-Case. Wir haben einen Handyhersteller, der produziert seine Handyprodukte in 7 verschiedenen Fabriken weltweit und beliefert 10 verschiedene Vertriebsgesellschaften, Märkte. Die Transportkosten zwischen den verschiedenen Produktionsorten und den Märkten sind bekannt und gegeben. Und jetzt wollen wir ein optimales Transportkonzept berechnen, mit denen die Märkte, die Lieferungen aus den Fabriken mit möglichst tiefen Transportkosten erfüllen können, also alle Bedarfe erfüllen können. Die Fragestellung, die hier vorliegt, sollen Sie beantworten. Das lässt sich aus dem, was wir gerade gehört haben, machen. Wie gehen Sie denn dabei vor? Überlegen Sie sich das mal. Und welche Lösung finden Sie durch manuelle Iteration? Solange es nicht zu viele Werke und nicht zu viele Märkte gibt, kann man das noch von Hand ausrechnen, indem man die Summen der einzelnen XIJ und CIJ von Hand bildet und dann ausrechnet, was die Gesamtkosten sind. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ein solches Problem mit dem Excel-Solver souverän und schnell zu lösen. Für die Lösungsfindung und für die Übung finden Sie auf Moodle entsprechende Unterlagen im Excel, die Sie dazu verwenden können. Viel Erfolg und viel Vergnügen bei der Lösung. Wenn wir diese Lösung nun anschauen, dann klicken wir in unserem Excel auf den Solver. Falls der nicht von Anfang an in Ihrem Excel installiert sind, müssen Sie den installieren. Das schauen wir sonst in der Vorlesung gemeinsam an. Und im Grunde haben wir hier jetzt die gleiche Aufstellung in dem Fenster, was da aufgeht, was Sie vorneweg schon kennengelernt haben. Wir haben eine Zielfunktion. Wir wollen hier eine Zielfunktion minimieren und diese Zielfunktion, das ist hier die Summe aller Kosten, die sich in unserem Feld N38 ergibt, wo wir die Summe aller Transportmengen mal der Summe der Transportkosten ausrechnen. Also wir wollen die Zahl, die im Feld N38 steht, die wollen wir minimieren, indem wir die Lieferungen von den verschiedenen Werken in die verschiedenen Märkte optimieren. Wir haben hier unsere Transportmatrix auf der linken Seite im Excel sichtbar. Wir haben unsere verschiedenen Fabriken in Finnland, USA, China und so weiter, die liefern können an die Märkte in Stockholm, Helsinki, Peking, London und so weiter bis nach Moskau. Und als Beispiel für Finnland. Finnland produziert maximal 6000 Handys, kann also nicht mehr als 6000 produzieren. Das steht hier rechts bei den Kapazitäten. Umgekehrt nehme ich jetzt den Markt Moskau. Moskau benötigt 8000 Handys und soll auch mindestens 8000 Handys bekommen. Das steht hier in den Spalten. Das heißt, wir haben die Summe unserer Nachfrager in den Spalten 24 und 25 und wir haben die Summe unserer Kapazitäten in den Spalten N und O
Und hier sehen wir jetzt als Nebenbedingung, nehmen wir die Nebenbedingung für die Zeilen 24 und 25. Wir sagen, dass die Summe der gelieferten Handys aus den Fabriken an die Märkte in Zeile 24, die muss mindestens oder gleich so groß sein wie die Summe der empfangenden Handys aus den Fabriken. Also die Summe der Zahlen auf der Zeile 24 muss größer gleich der Summe der Zahlen in Zeile 25 sein. Das gleiche haben wir hier in den Spalten. Die Summe der Spalten der Kapazitäten der verschiedenen Fabriken, die ja ausgenutzt werden soll, also die Summe der maximal produzierten Handys in Spalte N, die muss kleiner oder gleich sein der Kapazität in Spalte O, also von N17 bis N23 aufsummiert, darf nicht größer sein als von O17 bis O23 aufsummiert, damit wir unsere Kapazitäten ausnützen, aber nicht übererfüllen, logischerweise. Und das Verfahren, das hatte ich vorhin schon genannt, klicken wir hier unten an. Wir wollen das Simplex-Verfahren verwenden. Und wenn Sie das nun machen und wir hier unten in der Lösungsmatrix auf jedem einzelnen Feld festhalten, wie die Transportkosten mit der Transportmenge multipliziert sich für die Lieferverbindung von Finnland nach Stockholm oder von der Tschechei nach Moskau ergibt, dann summieren wir da unten die Kosten auf, die sich hier in den jeweiligen Summenzeilen oder Spaltenzeilen, das kommt am Ende nicht drauf an, ergeben und diese Zahl soll möglichst klein sein. Lösen Sie diese Aufgabe bitte in Ihrer Lerngruppe und wir besprechen das Ergebnis anschließend gemeinsam. Hier nochmal die Daten. Also wir öffnen im Excel den Solver unter Daten. Wir übertragen den Feldinhalt aus der Summe unserer Lösungsmatrix in die Zielfunktion. Wir wollen diese minimieren. Wir übertragen die Transportmatrix in das Feld, was wir variabilisieren, nämlich hier die Matrix von D17 bis M23, das steht hier in dem Feld jetzt. Dazu sollen die Kapazitätsrestriktionen und die Mindestbedarfsmengen eingehalten werden in der Betrachtung einerseits der Nachfrage über die Zeilen 24 und 25 und andererseits über das Angebot in den Spalten N und O. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diesen mathematischen Ausflug im Rahmen unserer Supply Chain Management Vorlesung zum Thema Grundlagen der Unternehmenslogistik. Fragen und Anregungen bitte schriftlich an den Dozenten oder im Unterricht formulieren. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.